Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Spiel Vorwärmburg gegen den 1. FC Bochum grüße ich euch herzlich zur Pressekonferenz. Wie immer bei uns der Gast das erste Wort vorab. Der Vorwärmburg sagt heute Danke und Moin zu 5.253 Fans. Jetzt Ihre Meinung zum Spiel, bitte. Ja, hallo. Natürlich überglücklich über den Sieg. Man hat, glaube ich, gesehen, dass ein Spiel auf Augenhöhe war, dass es Oldenburg alles abverlangt hat. Ball war sehr, sehr viel in der Luft, gab viele Standardsituationen auf beiden Seiten. Ich glaube, erste Halbzeit, wo wir auch Glück oder auch einen guten Torwart einfach hatten, dass wir kein Tor kassiert haben. Selbst hatten wir auch den einen oder anderen Moment. Ich glaube, war insgesamt schwierig auf dem Platz sauber und geordnet von hinten raus zu spielen. Deswegen, ich glaube, beide Mannschaften viel über lange Bälle gespielt und dann in der gegnerischen Hälfte dann auch normal über Kurzpassspiel irgendwo erfolgreich zu sein. Und letztlich, glaube ich, durch unsere Einwechslung dann auch nochmal Qualität auf den Platz gebracht. Und am Ende mit Kasim Rabic, glaube ich, auch ein Unterschiedsspieler auf dem Feld, der jetzt nicht bei 100% war, aber genau für die Momente man auch solche Spieler braucht, die dann was Besonderes machen und den Elfmeter dann rausgeholt hat. Von daher, glaube ich, am Ende ein bisschen glücklich, aber in der Phase ist es völlig egal, ob glücklich oder nicht. Wir sind einfach sehr, sehr froh über diese drei Punkte, die hart erkämpft waren und dass wir im Grunde weiter im Rennen mit dabei sind und als Mannschaft etwas erreichen können. Ja, euch weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, so wie die Leistung heute war, war einfach gut. War schwierig zu bespielen. Wir sind glücklich und können die lange, lange Busfahrt jetzt auch fröhlich nach Hause dann starten. Vielen Dank dafür. Fort. Ja, es ist natürlich sehr schwer, so eine Niederlage direkt zu verarbeiten, weil die Mannschaft, wir das einfach nicht verdient haben, das Rundspiel zu verlieren. Bis zum Elfmeter haben wir überlegt draußen, nehmen wir den Punkt mit, sind wir zufrieden damit? Oder wollen wir mehr Risiko nochmal gehen die letzten paar Minuten? Und dann passiert dieser entscheidende Moment, wo wir eigentlich eine klare Überzahlsituation haben. Wir sind gut hinterm Ball, haben eine 2-gegen-1-Situation. Der Gegenspieler geht eigentlich mit der ersten Aktion wieder aus der Box raus, sodass du eigentlich nur begleiten musst und das Schussfenster nur zumachen musst und im richtigen Moment dann abwartest. Das haben wir nicht gemacht. Und das ist das, was uns natürlich heute gekillt hat, muss man ganz klar so sagen. Ansonsten, ja, was soll ich jetzt das Spiel positiv sehen, obwohl es ein sehr gutes Spiel war von uns. Wir haben den Gegner sehr weit von unserem Tor ferngehalten, wenn dann in der Standardsituation wurde der Gegner gefährlich. Ansonsten haben wir selber 100%ige Torchancen, wo natürlich in der ersten Halbzeit der Torwart, wie auch schon erwähnt, überragend hält. Es gibt wenig Torhüter, die diesen Ball halten, von Hasi auch sehr gut rausgespielt. Wir haben sehr gute Ballpassagen gehabt. Nur das Tor hat gefehlt und letzten Endes, sage ich ja, würde ich jetzt noch keinem zu nahe treten, wenn wir sagen, mindestens ein Punkt mehr verdient gewesen bei so einem Spiel. Und sehr schade, dass wir mit leeren Händen rausgehen. Jetzt müssen wir es halt in den letzten drei Spielen richten. Wir müssen dann mehr Risiko gehen. Wir müssen dann alles Erdenkliche tun, um das Unmögliche möglich zu machen. Und das ist meine Aufgabe, dann die Köpfe frei zu bekommen und dass sie daran glauben. Letzten Endes sind es noch 9 Punkte, die zu vergeben sind. Und wenn wir so auftreten plus mehr Effektivität an den Tag legen, denke ich mir, es ist trotz alledem die Möglichkeit gegeben. Und Fußball ist dafür da, um Wunder zu schaffen. Und daran müssen die Jungs und daran müssen wir alle glauben und auch dementsprechend so agieren. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, jetzt seid ihr dran. Sofern es Fragen gibt, dann bitte jetzt. Einmal nach hinten, Kino. Die Frage an Rüdiger Ziel, du hast Bonet und Adriano rausgenommen. Hat von oben, glaube ich, gesehen, beide haben irgendwie so ein bisschen signalisiert, dass sie raus wollten. War das was Schwerwiegenderes oder haben die doch routinierteren Jungs auf ihren Körper gehört? Ja, am Ende hat man gemerkt, bei beiden, dass sie ein bisschen Probleme hatten. Und am Ende dann auch eine Vorsichtsmaßnahme, die rauszuholen. Ich glaube, da ist jetzt nichts
Schlimmeres. Die werden vielleicht ein, zwei Tage vielleicht länger brauchen, um zu regenerieren, aber hoffe einfach, dass beide auch am Samstag beim Heimspiel wieder einsatzfähig sind. Es gibt eine Nachfrage. Mit Marvin Kunja, der Jüngste, der dann auf dem Platz stand in dem Moment, den Elfmeter geschossen. Das war im Saisonverlauf schon so, dass einige Fahrkarten da dabei waren. Hast du irgendwie vorgegeben, wer schießt, falls es ein Elfmeter kommen sollte, oder hast du das den Jungs überlassen? Ich habe nichts vorgegeben. Am Ende soll der schießen, der sich am besten fühlt. Ging schon ein paar Mal schief, ging schon ein paar Mal gut. Von daher hat man keine Garantie dafür. Ich glaube, mit dem Treffer jetzt hat sich Marvin qualifiziert, falls es nochmal Elfmeter gibt, die zu verwandeln. Vorhin kannst du was zu den Verletzungen von Patrick Möschel vorm Spiel und Patrick Hasenhüttl sagen, und warum stand Max Wegner nicht im Kader? Ja, Möschel hat aus dem Spiel gegen Essen bei einem langen Schritt hat die Rückseite zugemacht und hat es noch im Training gemerkt, sodass wir ihn komplett rausnehmen mussten. Und wir werden nochmal zur Kontrolle an der MRT durchspüren, um zu sehen, inwieweit da Strukturen doch betroffen sind, weil im Ultraschall war nichts zu erkennen. Deswegen wundert uns das, sodass er nicht einsatzfähig war. Ansonsten ja, ist es so, wie es ist, dass man halt überlegt, wie und was und vor allem dementsprechend den Kader zusammenstellt. Wir haben andere Spieler hinzugeholt, weil wir da eine gewisse Flexibilität haben wollten. Das heißt zum Beispiel einen Ayo geholt, den wir sowohl auf den Außen als auch zentral einplanen konnten in der Konstellation, die wir aufgestellt waren. Und wir haben eine U23-Regelung, die wir auch einhalten müssen, egal ob die Spieler spielen oder nicht. Das heißt, es gibt verschiedene Konstellationen, die wir uns überlegen und letzten Endes im Team diesen Entschluss gefasst haben. Okay, dann darf ich euch trotz allem noch einen schönen Sonntagabend wünschen und wir sehen uns sicherlich nächste Woche im Monat. Danke.